So, da wären wir auch schon wieder. Ich habe noch keinen Zeitraffer gemacht. Einfach nur, weil wir vielleicht unterwegs noch was finden können. Denn ich wollte einen kleinen Abstecher machen. Wenn das denn da noch möglich ist. Und zwar, wenn wir jetzt hier den Weg folgen Richtung Süden, kommen wir zuerst zu dem kleinen Dorf. Das übrigens noch keinen Namen hat. Hier hatten wir schon alles, ne? Ja, außer die eine Beere, ja. Genau, also wir kommen zu dem einen Dorf, das noch keinen Namen hat. Oder dessen Namen wir nicht kennen. Und dann Richtung Süden gab es diesen Trampelpfad dann. Also eine normale Straße und dann rechts ab den Trampelpfad zur Höhle. Da würde ich nochmal ganz gerne nach Süden gucken. Also wahrscheinlich wird da sofort das nächste Gebiet sein, aber man kann nie wissen. So, genau. Hier Richtung Süden. Und da hoch ging es zum Höhlensystem. Aber der Vollständigkeit halber will ich hier lang gucken. Primär, ob hier noch irgendwo Goblins sind. Denn ich will, wenn die Höhle geklärt ist, quasi das ganze Gebiet hier sauber haben. Dass wir, ohne uns Gedanken machen zu müssen, ins nächste Gebiet gehen können, also zu den Zwergen runter, dass unsere Anwesen hier sicher sind. Immer noch eine Kiste vielleicht? Nee, ein Stein. Ja. Wobei man bei dem Spiel hier wirklich vorsichtig sein muss. Manchmal steckt auch in einem Baum oder einem Stein oder sonst was Hügelgräber. Nein. Ja, also in einem Stein oder in einem Baum plötzlich 5000 Goldmünzen. Das kann schon sehr interessant sein. Aber gut, hier war nichts. Dann halt zurück, gleich links rum und dann in die Höhle. Ja, es wäre sehr praktisch, wenn wir Luftmagie ein bisschen höher wären. Also zum einen gibt es da einen recht netten Spruch, der nennt sich Sprung. Damit kann man einfach sehr hoch springen. Also könnten wir einfach so ein Ding hier hochspringen. Und dann halt später fliegen. Fliegen ist absolut genial. Also ich mag es in jedem Spiel, wenn man wirklich komplett frei fliegen kann. Aber das bringt halt sehr viele Probleme mit sich. Also von der Spielmechanik her. Denn theoretisch kann man dann über jeden Gegner einfach hinwegfliegen. Also wenn man außerhalb ist. Was das Ganze doch ziemlich einfach macht. Der Haken ist allerdings dann nur, dass man nicht wirklich viele Erfahrungspunkte bekommt. Außer man schwebt in der Luft und schießt dann auf sie runter. Nur die meisten Gegner haben auch Fernkampfattacken. Also trotzdem sehr praktisch. Vor allem, wenn man es mit anderen Zaubern kombiniert. Die normale Kombination ist wahrscheinlich, man fliegt hoch und dann schmeißt man Meteoritenregen und Sternregen auf den Gegner runter. Dann wird alles in einem riesen Umkreis einfach zerstört. Aber das dauert noch eine Weile. So, wir hätten gerne Licht. So, letztes Mal sind wir rechts rum, richtig? Ja. Und da waren noch diese Schleime, die man nur mit Magie verletzen konnte. Und an die wollen wir möglichst nah ran. Genau an euch. Möglichst nah ran. Damit Lunaneras Stromdinger da auch treffen. Genau die. Oh, und Lace-Magie funktioniert da gar nicht. Ja, das ist nicht so schön. Na, halten gut was aus. Ja, aber doch, das kriegen wir hin. Werden wir nur gleich wieder schlafen müssen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber nee. Elfschaden? Ja, der ist gleich kaputt. Und flieht. Ist so knapp davor. Du, warte mal, zaubern. Eisbolzen auf den da. Sehr schön. Weil normalerweise drücke ich halt immer einfach nur S. Oder in meinem Fall jetzt E. Für die Quick-Zauber. Aber wenn gerade mal so ein Gegner wegläuft, dann ist es auch ganz praktisch, einfach mal ins Zauberbuch zu wechseln und von Hand einen Zauber auszuwählen. Weil man dann halt direkt ein Ziel auswählen kann. Das tut irgendwie weh. Ja, das glaube ich auch. Und gleich kaputt, sehr schön. Blitz, Eis und fertig. Sehr schön. Was hast du denn da Schönes? Kraft 10 Reagenz. Und die Schleime haben nichts dabei, außer Schleim. Die waren leer. Die waren leer. Da kamen wir zurück. Okay. Hier waren wir auch schon. Können wir das wirklich brauchen? Anscheinend nicht, sonst hätten wir die Axt mitgenommen, oder? Okay. Weiter hier rum.
Da kommen wir auch nicht hoch, richtig? Oh, was ist das? Ein Edelstein, wie gemein. Nee. Hüpf, hüpf. Aber unsere Gruppe kommt da nicht hoch. Okay, also zurück zum Anfang. Und dann nicht rechts rum, sondern irgendwie links halten. Da werden wir wahrscheinlich genau an die ganzen Gänge hier kommen. Und könnten dann hier herüberspringen, aber nicht zurück. Sozusagen Einweggänge. Hier schaut gut aus. Nee, hier ist keine Verbindung. Also wenn man auf der Karte mal kurz guckt. Hier müsste eigentlich ein Gang sein. Aber wahrscheinlich ist der... Nee, der kann nicht über uns sein. Sehr komisch. Na gut, schauen wir uns um. Ah, Amethyst 1750. Oh, sehr schön. Genau, hier würden wir nicht wieder zurückkommen. Und ich höre Wasser gluckern. Ah, und Troglodyten. Also ein Troglodyt. Ein ganz normaler. Na komm. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Nee. Wir wollen ganz einfache Kämpfe und ganz viel Gold. Richtige Kämpfe können später kommen. Oh, eine Goldader. Klick. Und wir haben einen Meteoriten bekommen. Oh, die sind sehr schick. Und das ist auch ein sehr schönes Feature von dem Spiel. Also wir haben hier Eisenerz. Die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Also blau, lila und noch andere. Und die kann man bei bestimmten NPCs abgeben. Also es gibt einen NPC für Rüstung, einen für Waffen, einen für Krimskrams wie Helme und dergleichen. Und je nachdem, welche Stufe das Erz hat, bekommt man dann random andere Gegenstände. So ein bisschen wie Glücksspiel in Diablo. So ein bisschen. Können wir das wirklich brauchen? Ja, können wir ticken. Das tut irgendwie weh. Gold, 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 Gold. Kraft 4. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kraft 1. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 15 Goldmünzen ist echt nicht viel. Oh, Fässer. Fässer lohnen sich immer. Was haben wir denn da? Blau. Blau war Personality. Das braucht sie, damit sie mehr Mana bekommt. Orange braucht sie. Gelb braucht er. Gold brauchen alle. Orange kriegst wieder du. Grün war Ausdauer. Bekommst... Ja, doch, du. Er muss halt später überleben. Und rote Stärke bekommt er sowieso. Sehr schön. Müssen wir uns auch für später merken. In einem Jahr spätestens sollten wir hier zurückkehren. Um die Fässer alle neu zu trinken. Auch wenn das so ein bisschen Powergaming ist, aber später... Nein! Da sieht die Wand noch komisch aus. Mist. Mist, 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 Mist. Was ich sagen wollte. Es ist zwar ein bisschen Powergaming, die Fässer mehrmals zu trinken in einem ganzen Spiel. Ja, wobei wir höchstens 2-3 Jahre spielen werden, denke ich. Aber am Ende muss man das auch machen. Gerade wenn man will, dass die Party einigermaßen überlebensfähig ist. Also es gibt immer Tricks, wie man gewinnen kann, quasi. Vor allem primär mit Ausweichen und den besten Zauber sprechen und dann sehr viel schlafen. Aber das ist ein bisschen doof, finde ich. Deswegen betreibe ich lieber in der Richtung Powergaming, also mehr Fässer einsammeln und so weiter. Und dafür dann eher den direkten frontalen Kampf und nicht so viel ausnutzen der Spielmechanik. So, warte mal, hier war jetzt irgendwo noch, genau, hier kamen die Fässer. Und da sah die Wand so verdächtig aus. Aha, mehr. Alles. Dau. Dau. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes? Können wir das wirklich brauchen? Nee. Können wir das wirklich brauchen? Feuerdorn. Das weiß ich nicht mehr, was können es macht. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Weg. Können wir das wirklich brauchen? Och, Talana, musst du das jedes Mal kommentieren? Ist doch ein wenig aufdringlich. 4 plus 2. Das ist besser als einfach nur 4. Schuhe haben inzwischen alle? Nein, Gerogon hat keine Schuhe. So. Umhang. Hast du auch noch keinen? Ja, sie braucht auch noch Umhang. Gerogon nicht. Aber allgemein ist unsere Ausrüstung recht dürftig. Einmal heilen, bitte. Beziehungsweise noch zweimal heilen. Weil ich denke mal, alle anderen Kisten hier werden auch
mit Fallen besetzt sein. Wenn das ganze Ding schon versteckt ist in so der Nische. Jo. Oh, das sieht doch schick aus. Können wir das wirklich brauchen? Ein ordentlicher Bogen. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? So, du nochmal heilen. Sie. Du kriegst jetzt einen besseren Bogen. Und irgendjemand, der noch eine Armbrust hat, kriegt den hier. Das kann weg. Du hast schon eine gute Rüstung, dann krieg doch mal eher die. Keinen Platz mehr. Die könnte theoretisch weg, wenn sie Platz hätte. Ja, Questzeug bringe ich mal zu Gerogon. Der trägt sonst nicht so viel. Furcht verjagen. Erneuert Zauber, perfekt. Mhm. So, jetzt müsstest du auch Platz haben für die Rüstung. Sehr schön. Nochmal heilen. Und dann gleich nochmal heilen und nochmal heilen. Ah, später gibt es noch sehr schöne Zauber, was Heilung angeht. Also einfach alle heilen oder alle Lebenspunkte zusammen addieren, die Helden gerade haben. Und dann wieder auf alle Helden verteilen mit einem kleinen Bonus. Klingt jetzt nicht so toll, aber gerade wenn der Tank nachher viele Lebenspunkte hat, dann werden halt die Lebenspunkte vom Tank auch auf die Zaubererklassen zurückverteilt. Und so gehen die halt recht schnell wieder hoch. Das ist bei Flächenzaubern ganz praktisch. Truhe, die haben wir noch nicht. Oh. Mein Fehler. Die war Brauchen stark. Noch so ein albernes Ding? Kraft 10. So, jetzt haben sich die vieles mal verdient, wieder richtig zu schlafen. Ja. Dann bitte wieder Fackellicht. Und dann weitersuchen. Weil eigentlich sind wir hier, um den Vermissten zu finden. Oder was von ihm übrig ist. Wirklich viel Platz zum Suchen haben wir allerdings nicht mehr. Es müsste noch ein Gang hier irgendwo sein, den wir noch nicht gegangen sind. Genau hier lang. Schön die Augen offen halten nach weiteren komischen Gesteinsformationen. Oh nö. Oh, Abzweigung. Ja, okay. Können wir das wirklich brauchen? 50 Gold. Oh, das sind die Stärkeren. Die kommt hier nicht vorbei. Funkenflug. Sehr gut. Können wir das wirklich brauchen? Ein einfacher Bauernhut. Und 806 Gold. Das ist mir doch lieber als ein Bauernhut. Also allgemein, Hüte und dergleichen kann man auch verzaubern. Aber ich glaube, die ganz einfachen nicht. Problem ist halt nur, die haben keine Rüstungsklasse. Bist du alleine? Ja. Oh, Schleim. Zaubern. Angriff. Wir müssen ja nicht unbedingt mit Lay Mana verbrauchen. Weil diese Geisteszauber wirken nicht unbedingt auf Schleime. Was auch Sinn macht. Mein Fehler. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, du. Hör mal, ich weiß das nicht. Können wir das wirklich brauchen? Krankheit heilen? Das kann ich nicht erkennen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 8 Gold. Ich sollte langsam auswählen, was ich mitnehme und was nicht. Weil wenn wir jedes Billigding mitnehmen, dann ist unser Inventar sowas von schnell voll. Na, Feenstaub. Kraft 5 ist gelb. Das kommt mit. Können wir das wirklich brauchen? Ja, die sind 150 wert. Das ist nicht schlecht. Und das sieht doch nach einem Menschen aus. Klick. Ein Rest eines Tagebuchs. Und Arcomage-Karten. Und eine Goldader. Also Erzader. Gucken wir uns mal die Tagebuchreste an. Reste eines Tagebuchs? Teile eines Tagebuchs. Das war die andere Geschichte. Hier. Längere Studien des Arcomage-Spiels haben folgende Resultate ergeben. Auf welchem Weg man sich entscheidet, das Spiel zu gewinnen, sollte von den Siegesbedingungen abhängen. Wenn man mit kleinen Türmen anfängt, hat man eine gute Chance, den Turm des Gegners zu zerstören. Wenn die Türme oder Mauern zu hoch sind, sollte man sich auf einen eigenen Turm konzentrieren. Sollte man mit hohem Turm oder Mauern beginnen und das Ziel ein sehr hoher Turm sein, ist ein Sieg über die Ressourcen leicht erreichbar.
Ja, also jetzt hier ganz viele Tipps drin für das Arkomaid-Spiel, was wir jetzt auch spielen können dank der Karten.